Okay, der letzte Slot dieses Tages und Abends. Ich bedanke mich bei allen, dass ihr so lange ausgehalten habt und immer noch so zahlreich seid. Bevor wir anfangen, wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, ich wollte mich im Namen derer, die hier nicht so viel tun konnten, wie zum Beispiel ich, weil ich in Oldenburg wohne und deshalb immer nur so E-Mails rumschicken kann, auch nochmal ganz besonders bei Hans Hübner bedanken und bei CCM, der leider nicht hier sein konnte, die wahnsinnig viel Manpower und ihre Zeit hier investiert haben, damit das stattfinden konnte. Ich finde das auch mal einen Applaus wert. Dasselbe natürlich auch für alle Vortragenden. Danke, dass ihr die Zeit investiert habt, um hier mal eure Ideen darzustellen, auch die, die leider jetzt gerade nicht da sind. Okay, ich sage jetzt gar nichts Themenbezogenes, sondern gebe nur kurz die Einleitung. Also die Überschrift hier ist ja Spaccheria Fails Spezial, nullte Spaccheriade. Stellt euch jetzt einen dramatischen Jingle vor, wir haben das nicht vorbereitet. Und das ist Crowdsourcing at its best, Dankeschön. Und ich übergebe dann jetzt direkt an Plom. Da unten liegt noch ein Mikro, das könnt ihr vielleicht machen. Ja, naja, dann mache ich hier so einen kleinen Einleitungstext und dann gehe ich an das Sitzmikro. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir, versuche ich mal die Handgeste jetzt zu interpretieren. Ich hätte aber auch so, ja egal, uns gedacht, es ist einerseits bestimmt gut, irgendwie nochmal eine abschließende Veranstaltung zu machen, wo man vielleicht auch nochmal den Tag ein bisschen resümieren kann. Und andererseits sind wir ja als Spaccheria und als Transparenzfanatiker und als, oh, peinliche Sachen außen vor kehren und so, auch irgendwie ganz darauf versessen, unsere Probleme an die Welt weiterzutragen und die Kommentare der Welt dafür einzufahren und vielleicht dann darüber zu diskutieren. Und das heißt, diesen Ansatz versuchen wir dann auch so ein bisschen zum Fazit dieser Veranstaltung heranzufahren. Das heißt, wir wollen so als Anlass eigentlich für unsere Diskussion oder sagen wir mal als so ersten Inspirationsinput wollen wir einfach mal so die Fails resümieren, die im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung stattfanden. Und so das erste Wichtige, was uns da einfällt, ist der Umstand, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, bei der vorherigen Geschichte der Veranstaltung, dass wir ursprünglich eine Keynote haben wollten. Und für diese Keynote haben wir eingeladen Rainer Langhans, der vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Und wir haben dann auch irgendwie gesagt, ja, wir finden das irgendwie ganz toll, dass wir so jemanden haben, der bestimmt einige interessante Dinge zu X und Y erzählen kann. Und da stehen wir jetzt auch davor, dass wir ihn eingeladen haben. Und dann gab es ein bisschen kritische Diskussion, ob das eine gute Entscheidung war. Und ein paar Tage später haben wir ihn dann wieder ausgeladen. Da hatten wir dann am Ende sowohl die Leute vergrault, die irgendwie es doof fanden, dass wir den Herrn Langhans einluden, und am Ende auch die Leute vom Kopf gestoßen, die es gut fanden, dass wir ihn eingeladen hatten und jetzt sauer waren, dass wir ihn wieder ausgeladen hatten. Das heißt, wir haben schon mal mit einem ordentlichen Fail die ganze Veranstaltungsorganisation begonnen. Und es ist also einerseits können wir jetzt natürlich unsere Häupter in Demut senken, dass wir irgendwie das falsch gemacht haben, entweder weil wir ihn eingeladen haben oder weil wir ihn wieder ausgeladen haben. Und man kann jetzt sicherlich viel über das Pro und Contra der Person Langhans reden und ob das eine gute Idee ist, ihn eine Keynote halten zu lassen. Aber ich denke, spannender ist für uns jetzt auch erstmal die Frage, warum wir überhaupt so ein verwirrendes Verhalten an den Tag gelegt haben und warum wir da irgendwie nicht von Anfang an irgendwie eine klarere Linie fahren konnten, Pro oder Contra. Und ich denke, es hat viel damit zu tun, dass erstens die Spaccheria, wie ja schon viele Male heute auch am Tag gesagt wurde, ja gar nicht so eine klar definierte Linie hat, dass wir uns auch, glaube ich, uns auch ganz gemütlich machen darin, dass wir alle so ein bisschen verschieden sind in unseren Ansichten oder uns zumindest nicht unbedingt auf eine gemeinsame Linie immer einigen wollen, dass wir zwar gerne auch irgendwie Sachen kritisieren, wie den Datenschutz, und dann irgendwie sagen, das und das und das, das ist irgendwie doof, aber dann irgendwie, wenn wir unsere, sagen wir mal, Utopien oder positiven Entwürfe hinstellen wollen, dass dann natürlich Leute auch finden, dass man da irgendwie einige große Lücken darin entdecken kann, die diverse Probleme nicht lösen, die wir dann so ein bisschen lässig mit der Hand beiseite schieben.
Das heißt, wir machen uns das so ein bisschen so in einer Haltung, denke ich, gemütlich, die dazu führt, dass wir solange ganz gut austeilen und einstecken können, solange wir nicht groß meinetwegen für eine Entscheidung einstehen müssen oder irgendwie eine Veranstaltung organisieren müssen, solange wir sozusagen ein paar saure Tweets oder Blog-Einträge schreiben müssen. Aber sobald man natürlich so eine Sache macht wie eine Veranstaltung organisieren und irgendwie so Entscheidungen treffen und dann auch irgendwie für diese Entscheidung einstehen, meiner Wahrnehmung nach haben wir dafür noch nicht so richtig die Strukturen offenbar geschaffen gehabt und das hat dann auch so ein bisschen hin und her geführt. Und wir haben halt das dann auch alles irgendwie, wer möchte, kann das alles nachlesen, unsere internen Diskussionen, erst wie wir total begeistert sind von der Idee, Langhans einzuladen und dann wie wir irgendwie mehr und mehr so, würde sagen, Magenrummeln kriegen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war und wie wir dann irgendwie am Ende eine Entscheidung getroffen haben, ihn wieder auszuladen, aber nicht unbedingt jetzt eindeutig, weil wir jetzt alle uns einig waren, dass Langhans voll die schlechte Idee ist, sondern weil es auch mehr so ein, ach, wir reden jetzt schon seit Tagen darüber und wir haben doch eigentlich wichtigere Dinge zu tun und es ist dann kein sehr souveräner Grund vielleicht ist, als inhaltliche Position jemanden wieder auszuladen. All diese Diskussionen kann man halt auch in den Spackeria-IRC-Chatlogs nachlesen und das haben auch einige Leute getan, die sich dann darüber aufgeregt haben, was sie dort gesehen haben, welche Gründe da angegeben werden und was für eine Diskussionskultur da herrscht und so weiter. Das heißt, wir sind so ein bisschen da, so ein bisschen, haben uns da, denke ich, hier und da wahrscheinlich ein bisschen auf die Schnauze gelegt in einigen Zusammenhängen, beispielsweise mit der Frage, Rainer Langhans hier eine Keynote halten zu lassen. Und ich habe mir dann so ein bisschen darüber den Kopf beispielsweise gemacht, wie hätte das denn anders aussehen können? Also beispielsweise vieles, was uns vorgeworfen wurde, war nicht so sehr jetzt explizit pro oder contra Langhans, sondern einfach nur, dass wir uns das mehr oder weniger einfach zu leicht gemacht haben und nicht groß darüber nachgedacht haben vorher, was das so bedeutet, jemanden wie Langhans einzuladen und wofür man damit dann einstehen muss oder nicht oder wo man sich dann eindeutiger positionieren sollte. Und natürlich, wir haben uns eigentlich wirklich nicht so richtig groß intensiv vorher recherchemäßig oder so mit Langhans beschäftigt. Im Wesentlichen, ich glaube, Fasel und ich beispielsweise hatten einen Podcast gehört, wo der Herr Langhans über die Zeit der Kommune 1 geredet hat und fanden das sehr interessant und haben auf der Basis uns mehr oder weniger entschieden, ihn einzuladen. Und dann kam danach allerdings sehr viel Kritik, die sich an beispielsweise diversen Zitaten abarbeitete, die der Herr Langhans in diversen Medien hinterlassen hat oder allgemein an seiner, also an seiner politischen Position in dieser Frage, in jener Frage, in solchen Fragen und so weiter. Und wenn wir ihn eine Keynote halten lassen, unterstützen wir dann nicht so ein bisschen auch die Position, für die er steht. Solche Sachen haben wir uns ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet gehabt. Das heißt, wir haben dann zwar irgendwie so dann versucht, irgendwie eine Position so langsam uns ein bisschen zu erarbeiten, aber ich glaube, es ist uns nicht so richtig gelungen und deshalb sind wir dann damit so ein bisschen hängen geblieben und haben dann irgendwann uns gesagt, okay, das ist uns vielleicht etwas über den Kopf gewachsen. Und vielleicht ein Ansatz, der mir jetzt einfallen würde, wie man mit sowas umgehen könnte, ist, dass man sich beispielsweise künftig überlegt, meinetwegen gehen wir mal davon aus, die Spackeria wäre fähig, so etwas wie gemeinsame Linien zu entscheiden, dass man beispielsweise eine gemeinsame Linie darüber entscheidet, also meinetwegen, was vielleicht einigen Leuten ganz gut gefallen würde, wir laden pauschal nicht Leute ein, die Bemerkungen fallen lassen, die man als Faschismus verharmlosen bezeichnen könnte. Oder aber umgekehrt, wir laden Leute wegen solcher Sachen nicht explizit aus. Also wir lassen jeden reden, weil wir sind irgendwie dafür, dass alle Leute reden dürfen, alle ihre Gedanken offen äußern können. Wiederum andere Leute könnten dann einwerfen, dass das vielleicht wiederum andere Leute davon abhält, bei uns zu reden, was dann wiederum doof ist. Alle solche Sachen sind, denke ich, Sachen, über die wir da mehr von denen vorher hätten diskutieren müssen, um uns sozusagen auf einer Linie zu einigen, aufgrund derer man jemanden wie Langhans vielleicht einlädt oder nicht. Und das haben wir nicht getan. Ich weiß nicht, ob wir fähig wären, so etwas zu tun künftig, so eine Linie sozusagen zu bilden. Ich glaube nämlich, dass wir halt eben das Problem haben, als Spackeria nicht so richtig eine in sich geschlossene Organisationsform oder Entscheidungsform zu haben. Und vielleicht ist das sogar ganz gut so. Aber das ist jetzt so erstmal so eine kleine Einführung so in, denke ich, so das, was ich so als Hauptfail dieser Veranstaltung für mich empfinde, dass wir uns so mit der Frage, ob wir Langhans hier eine Keynote halten lassen oder nicht, so in die Brennnesseln gesetzt haben und da auf nicht wirklich souveräner Basis unsere Entscheidung oder Nichtentscheidung getroffen haben. Und ja, das würde ich jetzt gerne mal so als Diskussionseröffnung geben, weil ich stehe hier nicht allein auf der Bühne ja, ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist, wenn ich das Mikro hier mit mir schleppe, aber es scheint nichts umzuwerfen. Und ja, jetzt könnten, ich weiß nicht, ihr beiden könnt ja auch mal so eure Positionen.
Ja, ich wollte nur kurz, bevor wir in die Hauptdiskussion gehen, auch in den kleinen Nebenfail anmerken. Ich habe heute Morgen verpennt, weil ich mich nochmal hingelegt habe und ich finde das total schlimm. Aber ja, es ist einfach kacke gewesen. Egal. Ansonsten von meiner Wahrnehmung, von dem Hauptfail, muss ich sagen, dass, also bei mir persönlich, ihr müsst wissen, wir haben halt diesen IRC-Channel, das ist unser Hauptkommunikationsweg. Und ich kam halt irgendwann eines Abends oder Nachmittages in den Chat rein und es hieß, ey Acid, wir haben den Langans für die Keynote. Und ich meinte, cool, weil wir haben jemanden für die Keynote und dachte mir nicht weiter drüber nach, weil Langans war mir so, ja, ich wusste, der war Kommune 1 und ansonsten war mir einfach nicht geläufig. Und dann fing das so langsam an, dass dann so gute Freunde wie der Adrian anfingen, sag mal, ey, meint er, das ist so die gute Idee, guck mal hier, der... Und ich dachte mir so, ja, und dann entwickelte sich das immer so weiter und dann hat die Helga einen Artikel drüber geschrieben und dann war irgendwie in meiner Timeline auf einmal lauter Leute, die sagten, na, Spackeria, voll blöd, und ich dachte mir so, what? Und ja, ich glaube, dann lasse ich mal die Phase kurz weiterreden. So. Genau, ich bin ja maßgeblich daran beteiligt, dass der Langhans da im Gespräch war, weil er auch aus München kommt, ich komme auch aus München. Und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, ob er Interesse hat, und dann habe ich irgendwie, ja, halt mal ein bisschen geguckt. Es gab schon ein bisschen die Kritik mit der Spende an den Assange-Fond, und ich habe mich einfach mit ihm getroffen, eineinhalb Stunden lang, und auch die Kritik angebracht und habe mir gedacht, ja, ist schon sehr kontrovers, aber gut, ich meine, Spackeria kann mit Kontroversen umgehen und schon cool, und dann machen wir das einfach irgendwie den als Keynote-Speaker. Ich weiß nicht, wir haben halt vorher in der Gruppe auch nicht groß darüber gesprochen, nur mal so, ja, der hat Interesse, wir haben Interesse, hört sich ganz cool an, ist kompatibel, und ich habe ihn vorher auch noch nicht so gekannt. Und das ist dann später halt hochgekocht, aber der ganzen Sache ging noch ein anderer Fail voraus, nämlich, dass wir den Kongress ja eigentlich schon monatelang irgendwie in Planung hatten. Also wir hatten die Location hier kostenlos angeboten bekommen und da gab es jemanden, der hat sich total darum gekümmert, aber irgendwie ist das total im Sande verlaufen. Und das war auch unser gemeinschaftlicher Fail, dass wir das nicht hinbekommen haben. Und dann kam so plötzlich Ende November, hier, die Location ist immer noch da. So, huch, naja, dann lass doch mal einen Kongress machen. Und da waren wir halt total unter Zeitdruck. Und dann haben wir gedacht, ja cool, schnell noch einen Keynote-Speaker, schnell noch andere Speaker an Land karren. Und ja, so ist es halt irgendwie entstanden. Also es hat sich so ein Fail an den anderen gereiht. Ja, weil wir hatten diese Spacheriade, hatten wir schon mal zwischendurch geplant, wie Faser schon sagte, und dann irgendwann hieß es von dem Menschen, der irgendwie uns die Location besorgt hatte, von wegen, nee, das geht dann doch nicht, weil ihr euch irgendwie nicht entscheiden könntet, weil wir wollten dann auch mal einen Call for Papers machen und dann schrieb man einen Call for Papers und dann haben wir erstmal angefangen, uns über diesen Call for Papers zu diskutieren, und nachdem wir irgendwie 4-5 Tage lang über diesen Call for Papers ich kam da rein. Also ich habe von dem Call for Papers mitbekommen, da stand ja schon 4-5 Tage und irgendwie hatte keiner Zeit, sich drum zu kümmern. Und dann habe ich ein bisschen so Blavurschild dazu geschrieben und da meinte Tante, aber das ist doch nicht so toll. Und dann haben wir weiter dran rumgeschrieben und irgendwann war das Ding dann weg. Und auf einmal fingen wir, ja, Ende November kam dann das Ding so von wegen, ja, aber wir können es doch machen. Und dachten uns, ja super, dann machen wir das. Und dann waren wir auf einmal total in krassen Zeitnot, weil wir mussten ja irgendwie hier auch ein Programm hinschmeißen so. Ja, also zu dieser Geschichte mit quasi dem mit der fast nichts gewordenen Konferenz ursprünglich, das finde ich auch noch ganz wichtigen Punkt, so aus so Spackeria ideologisch betrachtet, dass wir zuerst versucht haben, die Konferenz so total unter der Hand, so irgendwie Leute treffen sich heimlich in irgendeinem Videochat und niemand sagt den Rest der Welt das, was wir da planen, und dann, dass wir so mal so, wenn im geschützten Raum, dass wir nur untereinander gucken mal, wie man das so planen könnte und so, dass es halt total in die Hose gegangen ist, als wir das so gemacht haben. Und als wir das dann so in den, sagen wir mal, semi-öffentlichen Raum und zumindest unseres Chats getragen haben, semi-öffentlich, weil die Logs für jeden nachlesbar sind, auch wenn das, glaube ich, zum ersten Mal jemand getan hat, als dann der Langhans-Fail kam und ich irgendwie ständig Leuten gesagt habe, ihr könnt das dort alle nachlesen, aber jedenfalls vielleicht, sagen wir, unter dem psychologischen Druck, die Außenwelt könnte das jetzt auch alles mitlesen, als wir das da getan haben, hat das plötzlich dann funktioniert. Also das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig, dass wir da. Also entweder könnte man sagen, dass das Beobachtetsein tatsächlich einen psychisch konditioniert oder positiver gewendet, dass es dann natürlich auch sehr viel leichter wird für Leute,
ihre Hilfe anzubieten und mitzumachen, wenn jetzt nicht nur vier Leute das untereinander planen, sondern halt auch jemand sagt, ach, ich könnte ja auch mal an dem Call for Papers mitschreiben. Andere Geschichte noch kurz, weil du das auch so schön sagtest, so, wir haben ja auch schon irgendwie so ständig, Wackeria macht ja ständig so Kontroversen ausgehalten, und deshalb war, das ist eigentlich der Grund, weshalb diese Langhans-Sache so seltsam ist, denke ich, weil ich habe halt auch von einigen Leuten so gehört, Wackeria hat auch immer so vollmutig irgendwie aus allen Seiten getrollt und irgendwie alles Mögliche auch an nicht immer vielleicht total konsensfähigen Positionen eingenommen. Und dann bei jemandem wie Rainer Langhans, der durchaus auch auf anderen Podien sitzt und der jetzt eigentlich jetzt nicht wirklich so sehr in der Öffentlichkeit jetzt als die totale Persona non grata bezeichnet wird, da werden wir dann plötzlich irgendwie feige, weil irgendwie ein paar Leute in 3-4 Blogs sagen, das ist doof. Das hat sozusagen irgendwie Leute irritiert, dass sozusagen in dem Fall wir plötzlich so schnell klein beigeben und sozusagen für eine Position, die wir eben noch eingenommen haben, plötzlich so zögerlich uns daraus zurückziehen. So. Und das war, denke ich, da habe ich dann auch von jemandem gehört, so, der gesagt hat, für ihn ist da quasi so die, sagen wir mal, die relevante Position der Spackeria in dem Moment gestorben, weil sie plötzlich zu feige war, plötzlich so eine Position auch mal über das Maß des, was von aller Welt vernünftig und konsensfähig gefunden wird, hinausgehende zu halten. Ja, also aus meiner Sicht gesehen ist das eigentlich so, also wie ich ja gerade in meinem Talk gesehen habe, so, ich fand halt die Kritik gerade in der Mädchenmannschaft fand ich halt für mich einfach sehr wichtig, weil ich halt einfach auch, scheiße, jetzt arbeite ich doch taktisch, aber weil ich halt einfach keine Lust hatte, da jetzt irgendwie eine Front aufzumachen mit Leuten, die ich eigentlich sehr positiv da gegenüberstehe. Ich meine, also man kann auch der Mädchenmannschaft gegenüber durchaus ihre berechtigte Kritik anbringen und sowas, und das ist ja nicht die Frage, aber ich fand es halt einfach, also mir war das ganze Ding einfach nicht so wichtig, als dass ich mir das mit denen verscherzen wollte, weil ich mir was eigentlich wichtiger, lass doch unsere Bühne noch so lange stehen, wie wir drauf sitzen. Mir war das eigentlich wichtiger, dass wir das Ding vernünftig über die Bühne bekommen, anstatt dass wir uns irgendwie so darüber aufregen. Und ich meine, so ein mit dem Argument, was wir am IRC-Chat die ganze Zeit ja auch hatten, war, wir wollen ja auch nicht, dass dann irgendwie die Spacheriade quasi unter der Keynote dann irgendwie total scheitert. Also was wir vielleicht auch nochmal diskutieren müssten, ich fand das eigentlich im Endeffekt, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir keine Keynote hatten, weil wir dann auch einfach nur ja die Talks hatten so und die einzelnen Redner nicht so von wegen, ja, das ist die geile Keynote und das sind halt so die Talks. So. Wobei, also ich meine, wenn ich an die Open Mind denke, ich möchte immer gerne zeitweise reden hören, das ist immer toll. Aber, ja. Ja gut, muss ich auch sagen, es ging um die Themen, die wollten wir eigentlich auch transportieren und es war auch der Punkt, der irgendwie später dann, also nach der Einladung erst bewusst geworden ist, dass so ein Rainer Langhans, wenn er hier auftritt, dass er irgendwie dann alles überschattet und alles überblendet und dass die Themen dann wahrscheinlich eher untergehen oder dass dann irgendwelche Leute kommen, nur um ihn anzuschauen. Und ja, also deswegen, das war halt auch ein Punkt, um ihn dann auszuladen. Aber ich muss mal ganz kurz sagen, ich war ja einer der ganz großen Kritiker der Ausladung und habe da ja auch fies drum rumgerantet. Ich muss jetzt aber sagen, nachdem... Kannst du nochmal wiederholen, was du über Fasel gesagt hast? Genau. Ich hab gesagt, dass seine Political Correctness in diesem Fall zum Zensurregime übergeschlagen ist. Aber gut, ich muss jetzt, aber jetzt ohne jetzt tatsächlich diese Kritik daran wirklich zurückzunehmen, aber muss ich jetzt mich insofern revidieren, dass ich sage, dass das wirklich wahrscheinlich sogar der Veranstaltung gut getan hat, tatsächlich, dass der Langhans nicht da ist. Weil die Talks waren super, die Diskussion war super und ihr habt da wahrscheinlich recht, der Langhans hätte wahrscheinlich tatsächlich mit seiner Präsenz, also vor allem was die Aufmerksamkeit anging, das Ganze hier so ein bisschen überschattet. Kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich nach wie vor glaube, dass es sinnvoll gewesen wäre und dass es interessant gewesen wäre, auch in dem Kontext. Ja gut, was wir auch in den Talks gesehen haben, dass wir sehr, ja wie du hast es als politisch korrekt irgendwie mal auch in deiner Kritik angemerkt, aber wir machen uns halt Gedanken über die Gesellschaft und über Diskriminierung und Strukturen und der Rainer Langhans hat halt angedeutet, dass er eher so Sachen transportieren wird, die halt gegen diese Einstellung ist und deswegen, naja, es wäre ein bisschen schwierig geworden. Er meinte halt auch so, diese Feministin, die können wir gar nicht leiden und so und das war halt so...
Also von dem, was so Fasel im Chat erzählt, hatte ich dann auch eher so den Eindruck, dass das klang für mich jetzt nicht so nach jemandem, der wirklich so ein Open Mind hat und irgendwie auch sich mal so Kritik anhört, sondern eher von jemandem, so der so seinen Weg einfach geht. Und ich weiß nicht, ob das dann so der passende Mensch gewesen wäre. So. Ich fand das Ganze eigentlich gar keinen so großen Fail, weil wir sind halt alle irgendwie Leute, die gerne jetzt doch mal was Konstruktives auf die Beine stellen wollen. Und in dem Moment, wo ihr euch in diese Position begebt, dass ihr halt nicht nur die datenschutzkritische Spackerier seid, sondern eben nicht in dieser Kontraposition seid, sondern selber was macht, dann macht man halt Fehler. Und ich glaube nicht, also erstens kann man nicht im Vorfeld, bevor man jemanden einlädt, alles wissen, was der je gesagt oder gemacht hat. Und selbst wenn man es weiß, selbst wenn man vielleicht sogar genau die Sachen gelesen hat, die dann später die Grundlage der Kritik waren, ist einem vielleicht trotzdem im Vorfeld nicht so bewusst, dass das für andere ein Problem ist und dass andere sich davon vielleicht ausgeschlossen fühlen. Und das Wichtige ist, dass wenn einem das dann aber durch die Kritik bewusst gemacht wird, dass man dann eben auch darauf reagiert und eine Entscheidung im Zweifelsfall revidiert. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass irgendwie so ein Verhalten, eine Entscheidung zurückzunehmen, als Unfallen wahrgenommen wird oder eben auch jetzt als Zensur oder sowas, weil wenn ihr ihn von vornherein nicht eingeladen hättet, weil ihr schon wusstet, was an seinen Meinungen vielleicht nicht so gut zu dieser Veranstaltung passt, hätte niemand von Zensur gesprochen, weil ihr ihn dann halt einfach nicht eingeladen hättet. Ich finde das einfach extrem gut, dass ihr überhaupt für Kritik irgendwie offen seid. Es gibt andere Leute, die haben auch aus Unwissen an der einen oder anderen Stelle eine Entscheidung getroffen, aber um dann eben nicht irgendwie den Vorwurf der Political Correctness sich gefallen lassen zu müssen oder der Zensur oder sonst was, nehmen dann diese Entscheidung eben nicht zurück, obwohl sie selbst, wenn sie ehrlich sind, sagen, ich würde sie so nicht nochmal treffen. Und das finde ich absolut falsch, wenn man sagt, im Nachhinein würde ich diese Entscheidung nicht mehr treffen, dann sollte man auch so konsequent sein und sie wieder zurückzunehmen. Ja, das klingt jetzt allerdings auch sehr natürlich positiv lobend im Sinne von, wir lernen aus Fehlern und man muss natürlich, wenn man Fehler einsieht, sie dann auch irgendwie, also daraus auch Konsequenzen ziehen. Es war aber, glaube ich, nicht eindeutig so, dass wir jetzt plötzlich überraschenderweise Kritik auf Langhans gesehen haben, uns Langhans angefordert haben und dann gesagt haben, oh mein Gott, das war eine falsche Idee, Langhans einzuladen, weil meinetwegen, um jetzt mal sozusagen die Vorwürfe gegen Langhans mal so zusammenzufügen, er ist irgendwie Faschismusverharmloser, Sexist, was weiß ich, sondern dass auch mehr so eine Entscheidung war aus, ach, es ist irgendwie, wir haben jetzt irgendwie endlos über Langhans gesprochen, irgendwie keine Lust mehr, so Stressvermeidungsstrategie eher. Also es war, einige von uns kann sein, dass sozusagen wir teilweise schon so die Meinung dann auch sich gewandelt hat, aber im Grunde genommen waren wir so am Ende immer noch alle eher so, so war meine Wahrnehmung, eigentlich sind wir uns immer noch nicht so sicher. Eigentlich gibt es auch gute Gründe, Langhans sprechen zu lassen und ich ziehe jetzt nur meine Position zurück, damit wir jetzt endlich zu einer Entscheidung kommen. Also das war tatsächlich nicht so ein rein ideales, wir haben jetzt einfach eingesehen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Also es war schon so, dass dann einige Leute gesagt haben, nee, der geht auf keinen Fall, sonst hätten wir ihn auch nicht ausgeladen. Und das war auch das Problem, dass die Gruppe in sich dann, dass da so ein Druck aufgebaut wurde, dass wir irgendwie vor der Zerreißprobe standen. Also ich denke mal, hätte er gesprochen, hätte es auch in der Gruppe dann nochmal irgendwie Konsequenzen gehabt, dass dann Leute sich ausgeklinkt hätten. Also das habe ich schon so kommen sehen. Der war schon, eigentlich waren wir in der Gruppe viel zerstrittener als unser Umfeld. Also es hat sich eigentlich so in der Gruppe eher so hochgekocht und die ganzen Spannungen und außen so ein Shitstorm, der vorgeworfen wurde, gab es eigentlich gar nicht. Also es wurde gesagt, ja, die Mädchenmannschaft hätte irgendwie einen Shitstorm gemacht, also es war eigentlich nicht so. Sondern es war alles bei uns intern. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja dann natürlich auch ein Zeichen, wenn wir sozusagen aus, um unsere Gruppe zusammenzuhalten, diese Entscheidung getroffen haben und nicht, weil wir als Gruppe eingesehen haben, dass es politisch die richtige Entscheidung ist, ist natürlich auch nochmal zwei sehr verschiedene Dinge. Ja, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung her ist, ich fand einfach die Lösung, wir sagen jetzt einfach, wir machen das jetzt, weil wir uns da zu sehr binden, einfach viel einfacher als zu sagen, hier, wir überzeugen jetzt dich und Herr Lehmann davon, dass das keine gute Idee war.
Also das war meine persönliche... Mal die Front so ein bisschen auch noch abzubilden. So, ich war so eher so der Pro-Langhans-Mensch und Phase war sehr unentschlossen und ich glaube, du warst eher so tendenziell Anti-Langhans. Ja, ich war eigentlich so der Anti-Langhans-Mensch. Der, das müsste man auch in den Logs nochmal nachlesen. Der hat auch irgendwie gesagt, ey Jungs, lasst uns das mal lassen. So, das ist, weil das irgendwie... Ich hatte einfach das Gefühl, das war keine gute Idee. Ja. Also was mich so beschäftigt ist, was ist eigentlich das Ziel dieser Diskussion gerade? Also ich hab den Eindruck, ihr erzählt jetzt über viele, viele Minuten, warum ihr dies oder das gemacht habt oder sowas. Allerdings, und es ist ja auch ganz nett, wenn ihr so ein öffentliches Lesson Learn versucht zu machen, ja, aber warum wollt ihr eine Lesson irgendwie lernen? Ja, also was ist der Zweck? Wo wollt ihr eigentlich hin? Und genau an der Stelle stellt sich für mich die Frage, die durchaus heute ja auch schon aufkam, was ist das Selbstverständnis der Spackeria? Ihr tretet hier als Marke quasi auf, ihr macht als Marke hier eine Veranstaltung. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist einfach mal irgendeine lose Vereinigung, sondern nach außen kommt das einfach ganz klar als eine Gruppe von Leuten rüber, ja, die gemeinsam eine Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel so etwas hier zu veranstalten. Und für mich wäre zum Beispiel ein mögliches Ziel einer solchen Diskussion am Ende, vielleicht nicht der Diskussion, aber des danach entstehenden Prozesses, irgendwie zum Beispiel innerhalb der Spackeria irgendwie einen Entscheidungsfindungsprozess zu etablieren, der den Strukturen der Spackeria vielleicht auch entspricht, ja, also wie auch immer der aussehen kann. Also es muss ja nicht sein, dass da plötzlich Hierarchien aufgebaut werden, aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, dann daraus einen konkreten Zweck irgendwie abzuleiten. Ja, und das würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich erhofft jetzt hier euch. Ja. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum wir hier sitzen, ist, weil wir uns dachten, ja, wenn wir keine Keynote haben, haben wir noch einen Slot frei, was machen wir denn? Ah, wir erzählen über unsere Fails. Das Ding ist, es haben sich... Ja, aber das Lustige wäre, wir hatten ja Entscheidungsstrukturen. Also wir mussten dann irgendwann überlegen, ja, wen nehmen wir denn für die Talks an? Und das haben wir dann ganz spontan einfach dadurch gelöst, dass wir einen Google Spreadsheet hatten, so wo dann einfach jeder irgendwie angeschrieben hat, so den Talk finde ich gut, den Talk finde ich gut, den Talk finde ich gut, na, den Talk finde ich nicht so gut. Und wir haben dann sogar noch Kommentare dazu geschrieben. Also wir haben uns dann einfach ad hoc, wenn wir wirklich irgendwelche Entscheidungsgeschichten brauchten, haben wir uns die einfach gemacht. Was ich an der Diskussion eigentlich wichtig finde, ist, was für mich eigentlich mit der Frage, wollen wir jemanden wie Langhans hier reden lassen oder nicht, zu tun ist es tatsächlich, welche Art von Diskussion wollen wir als Spackeria, wollen wir sozusagen einen bestimmten Diskussionsraum aufmachen, der, wie das jeder Diskussionsraum tut, bestimmten Regeln folgt und bestimmte andere Regeln vielleicht nicht. Und das war aber beispielsweise sehr stark so die Debatte, wollen wir ein Ort sein, wo sich Leute beispielsweise willkommen fühlen, die sich wahrscheinlich nicht willkommen fühlen würden, wenn jemand wie Langhans dort spricht. Oder Lehmann, genau, ich denke, also auch ein Beispiel für jemanden, der recht polarisierend ist vielleicht. Und also ich vertrete dann so eher so die Position, ich möchte, also für mich ist quasi die Idee des idealen Diskussionsraums derjenige, wo man mehr oder weniger laut denken kann, ohne Rücksicht zu nehmen. Also was dann natürlich auch dazu führt, dass viele Leute sich beispielsweise getriggert fühlen oder sich tatsächlich irgendwie bestimmten Diskriminierungsprozessen ausgeliefert vielleicht sehen und die deshalb, um so etwas zu vermeiden, gerade Regeln fordern, die dazu führen, dass Menschen vielleicht mit etwas mehr Bedacht reden, bestimmte Begriffe vielleicht nicht unbedacht verwenden oder immer ständig reflektieren natürlich, aus welcher Position rede ich jetzt beispielsweise, muss ich nicht vielleicht, weil ich in der und der Frage privilegiert bin, vielleicht erstmal die anderen reden lassen, bevor ich irgendwie meine Position einbringe. Es gibt so solche Ideen, dass man einen Diskussionsraum so organisieren sollte. Ich denke beispielsweise ein bisschen das, was ein Ort wie das Blog Die Mädchenmannschaft versucht. Und ich finde es auch gar nicht falsch, dass es einen solchen Ort gibt. Die Frage ist halt, ob man die Regeln dieses Ortes dann beispielsweise auch in den eigenen Raum übernehmen möchte. Und meine eigene persönliche Position ist, dass mir eigentlich eher so dieser Raum, wo man einfach laut losplappern kann, ohne Rücksicht zu nehmen, mehr gefällt. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass das der Konsens ist bei der Spackeria. Ja, und von der Runde heute Abend verspreche ich mir halt noch, also diese Kritikfähigkeit, wenn irgendwie noch an dem Event hier noch Kritik aufkommt oder sonst an unseren Sachen, die wir letzten Monate gemacht haben, dann könnt ihr die auch noch anbringen und können wir auch noch drauf eingehen.
Also das wollte ich eigentlich ganz gerne tun, weil die Sinnfrage ja gerade schon mal gestellt worden ist. Also ich habe den Langhans beim Taz-Kongress erlebt. Ich finde ihn schlicht langweilig. Mag vielleicht daran liegen, dass er so alt ist wie ich und ich ihn seit 40 Jahren kenne. Also, aber okay. Aber wenn wir über Fails reden, wie gesagt, also wenn ich jemanden einlade, dann lade ich jemanden ein, weil ich mir davon erhoffe, dass er einen inhaltlichen Beitrag in die Richtung leistet, die mich interessiert, ja, und nicht, weil er Müller oder Meier oder Langhans heißt. Aber über Fails, ich mache es in Frageform. Was mich stört an der Spaghiria, noch an der Diskussion, ist, wenn man kritisch wird, wird man sehr schnell sehr persönlich angegangen. Das ist etwas, was ich wirklich erlebt habe. Persönlich, man wird sehr schnell persönlich. Zweiter Punkt, was ich für einen Fehl halte, ist, dass die Spaghiria für mich, jetzt sage ich die Spaghiria, ihr habt ja über die Differenziertheit der Gruppe vorher auch gesprochen, aber Wahrnehmung von außen, dass sie in einigen Bereichen Datenschützer pauschal als Leute auch ansieht, die nicht an Freiheit interessiert sind, sondern Datenschutz als etwas Freiheitsfeindliches sehen. Das ist etwas, was in meiner Sozialisation das blanke Gegenteil war. Datenschützer waren eigentlich diejenigen, die für Freiheitsrechte eingetreten sind, und dass hier ein Konflikt entsteht, möglicherweise auch mit Leuten, die auch gegen Vorratsdatenspeicherung sind, auf der anderen Seite Positionen haben, über die man auch kritisch diskutieren kann, dass hier aber riesige Konfliktlinien entstehen, nicht Langhans, sondern wirklich mit Leuten, die eigentlich Verbündete sind, und umgekehrt hier ein Spaltpilz reingetragen wird. Und dass immer dann, wenn es unbekannt wird, das bequem wird, das ist, ich kann nur über meine Wahrnehmungen reden, dann gesagt wird, ja, aber so richtig ausdiskutiert haben wir das eben alles noch nicht. Also der Versuch, mit der Spaghiria zu diskutieren, ist mühsamer als ein Pudding an die Wand zu nageln. Und das ist etwas, was mich stört und was ich als Fehl empfinde. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man eine Fortentwicklung mal ein Stück weit hat. Ich bin einer, der dieses Bundesdatenschutzgesetz vehement kritisiert. Vehement, ja. Aber trotzdem kommt man in eine Ecke rein, also das ist ja ein uralter, böser Datenschützer oder so irgendwas, ja. Aber genau diejenigen, die verhindert haben, dass Datenschutz modernisiert worden sind, das sind diejenigen wie Frau Aigner und Co., die sich heute als Datenschützer aufspielen, einer gesellschaftlichen Rolle, und plötzlich in eine Rolle kommen, die ihnen überhaupt nicht zustehen. Also solche Diskussionen würde ich mir einfach verstärkt wünschen, gerne auch kontrovers und dann weniger beleidigt. Ich versuche mal darauf zu antworten, was ich da so raus mitgenommen habe. Also das große Problem ist, glaube ich, da auch wieder mal, das ist eine schöne Ausrede eigentlich wieder, also es ist eigentlich einfach unsere Struktur. Also wir können nicht sagen, die Spaghiria hat die und die Position, weil dann müssten wir uns ja festlegen, wer Spaghiria ist. Wir müssten uns auch irgendwie erstmal festlegen, was unsere Position ist. Also ich würde mir wünschen und ich hoffe, wir... Nein. Das sage ich ja auch schon, also das gab es auch schon öfters, auch aus der Spaghiria heraus. Also ich würde mir wünschen, wenn wir das vielleicht nächstes Jahr mal hinkriegen würden, dass wir mal so irgendwie so ein Camp machen oder sowas, um sowas wie einen Positionswider zu erarbeiten oder sowas an dem Wochenende. Das wäre so eine Geschichte so, ich meine, scheiße, wir haben so einen Kongress hinbekommen, dann kriegen wir sowas vielleicht auch nochmal hin. Dass wir mal so eine Spaghiria-Position machen, dass wir irgendwie mal sagen, worum es hier geht, so... Ja, also ich sehe auch, dass wir die polemische Datenkritikerposition haben, aber ich sehe halt auch, dass wir durchaus, also so wenn ich so von der persönlichen Wahrnehmung habe, also ich meine, wenn wir so Leute wie Gero irgendwie da bekommen, dass sie sagen, ach, ihr seid ja eigentlich doch voll die guten Leute, und dass ich auch irgendwie sagen muss, ja, also die Datenschutzkritiker haben durchaus die Datenschutzfreunde haben durchaus ihre Berechtigung. Ich meine, klar, man kann sich da manchmal so eine gewisse Häme nicht verkneifen. Also ich habe das auch schon ab und zu gesagt, ich habe immer so ein kleines Haha, wenn ich am Philbot vorbeilatsche, was dem armen Philbot jetzt auch nicht wirklich gerade zugute tut, weil er ja viele gute Sachen gemacht hat. Aber also ich glaube, wir sollten uns die Leute nicht total verkneifen. Darum geht es auch gar nicht so. Ja. Ganz kurz noch von mir. Ich stimme Jörg Taus erstmal zu, dass die Spaghiria natürlich... gewisserweise unfaire Diskursstrategien verpflegt, weil wir natürlich gerne einerseits irgendwie krude Thesen in die Luft schießen, und sobald man versucht, uns dann für diese Thesen dann tatsächlich mal festzunageln und uns auf Basis vielleicht auch dessen, dass diese Thesen krude sind, mal festzunageln, wird natürlich sagen, ach naja, das ist ja jetzt nur so ein Gedankenfluss, den mal irgendwie, was weiß ich, Fasel hat das mal irgendwie in einem Twitter, aber es ist ja, können wir ja nicht alle für hintereinstehen. Das ist natürlich ein bisschen unfair, oder zumindest gibt es Regeln, nach denen es unfair ist. Andererseits
so mein Ideal der Diskussionsführung tatsächlich, dass man dann meinetwegen tatsächlich einen Blog-Eintrag oder ein Buch oder so kritisiert und sich daran festmacht, dass die Argumentationsmuster darin falsch sind und nicht so sehr jetzt die Gruppenidentität der Spackeria, weil für mich die Spackeria tatsächlich eher ein Haufen von Leuten ist, die irgendwie vage über dasselbe Thema nachdenken, aber eigentlich von Anfang bis Ende keine einheitliche Position haben. Dieser Idealismus, dass wir stattdessen über Argumente reden, anstatt über Köpfe, wird natürlich wiederum ad absurdum geführt, wenn wir persönlich werden und meinetwegen Leute dann halt angreifen. Das ist, denke ich, etwas, wo wir auch immer an uns arbeiten müssen, dass wir tatsächlich nicht meinetwegen, was weiß ich, jetzt ständig uns darüber mokieren, oh mein Gott, Konstanze Kurz hat wieder X gesagt oder Frank Rieger hat Y gesagt, sondern stattdessen halt gucken, was sie gesagt haben und sagen, das Argument ist scheiße und nicht, ach, diese Person schon wieder ist scheiße. Das ist etwas, daran müssen wir immer wieder arbeiten, da kommen wir aber auch, denke ich, nicht automatisch zu einer Lösung. Ja, wir in der Gruppe haben echt so ein Problem, uns auf Positionen festzulegen. Wir haben irgendwie auch schon vor Monaten haben wir mal Thesen angefangen, wo wir probiert haben, gemeinsam Thesen auszuarbeiten und sind ein paar zusammengekommen, aber dann haben wir das irgendwie nie fertig bekommen und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden und stattdessen, wir sind wahrscheinlich irgendwie faul und machen halt das, was uns liegt, dann reisen wir irgendwie gerne auf Panels und sprechen da oder schreiben halt mal einen Blog-Eintrag, was uns gerade so im Kopf rumkreist, ob das wir jetzt irgendwie gemeinsam, da müssen wir viel kommunizieren und uns irgendwie zusammenraufen und dann auch Kompromisse machen oder so, das kriegen wir in der Gruppe halt nicht so richtig hin, müssen wir halt mal schauen, ob wir da in Zukunft dann ja, Prozesse oder sowas finden, die auch dann für uns funktionieren. Ich glaube, wir sollten uns mal Wiki aufsetzen, also das zum Beispiel mit den Thesen ist mir gerade ganz neu. Also vielleicht nochmal zu der Identitätsfindung. Also ich denke, also es ist wirklich aus meiner Sicht wirklich ein sehr zentraler Punkt, weil zum Beispiel diese Langhans-Debatte ist meines Erachtens nach, also jedenfalls kam es mir so rüber jetzt in der Diskussion hier, weil ich habe mich davor damit nicht auseinandergesetzt, dass es quasi so eine Art Diskriminierungsvermeidungsstrategie war oder sowas. Also er wurde eingeladen, dann waren irgendwelche Leute, haben sich diskriminiert gefühlt durch diese Einladung, wie auch immer, und dann wurde es halt irgendwie wieder ausgeladen, um das zu vermeiden. Ja. Das erinnert mich an eine South Park-Folge, ja, in der, tut mir leid, in der Weihnachten diskriminierungsfrei gestaltet werden soll. Ja, und so Stück für Stück das Krippenspiel der Kinder in der Schule immer weiter dezimiert wird. Ja, die Krippe kommt raus, der Weihnachtsbaum kommt raus, der Stern kommt raus, weil die Juden fühlen sich hier diskriminiert und hier fühlen sich wieder die diskriminiert und so weiter und so fort. Wenn man kein Ziel hat, ja, dann wird sich das genauso entwickeln. Ja, dann wird man irgendwann handlungsunfähig, weil man eigentlich nicht mehr so richtig weiß, wie man mit seiner Umgebung umgehen soll. Ich meine, ihr benutzt ja auch das Wort Wir. Ja? Das heißt, es gibt ja offensichtlich ein Wir-Bewusstsein. Ja? Also von daher, und ihr redet ja auch von uns, der Spackeria und so weiter und so fort. Also da das ja offensichtlich da ist, ja, muss es ja irgendwie nur noch in eine Form gepresst werden. Ja? Auch wenn es vielleicht nur ein kleinster gemeinsamer Nenner ist. Ja? Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Anfang. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, dann wird irgendwann mal die Entropie dazu führen, dass das an sich selbst erstickt irgendwo. Also auf das Wir möchte ich mal eingehen. Das ist, also dieses Wir ist bei uns total umstritten. Wenn jemand mit Wir auftritt, dann wird das immer in der Gruppe kritisiert und eigentlich probieren. Kritisieren wir das? Ja, yeah, genau. Ja, genau. Gut, das war halt unser Hack, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil die Einzelposition gab es ja vorher schon und wir haben dann halt, ja. Ja, wir sind halt irgendwie schon mit Individualisten, mit individuellen Positionen, ein bisschen schwierig. Ja, also dieses, im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, müssten wir quasi rausfinden, was ist es denn jetzt, was uns eint, dass wir tatsächlich dazu gelangen, dass wir ein Uns benutzen. Und meiner Wahrnehmung nach sind wir ein relativ spontan und auch teilweise recht wechselhaft zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die grob sich für dieselben Themen interessieren. Und die sehr, sehr grob auch bei diesen Themen eine Stoßrichtung teilen. Aber das Problem ist halt diese Grobheit. Und soweit wir versuchen würden, es enger zu ziehen, könnte man, denke ich, durchaus machen. Es würde wahrscheinlich dazu führen, dass wir einige Leute verlieren würden. Einige andere Leute würden sich vielleicht sehr viel stärker engagieren, vielleicht auch mit sehr viel mehr Schlagkraft. Aber das Ergebnis wäre halt eine Struktur, die erstens meines Erachtens in vielerlei Hinsicht weniger flexibel wäre, um auf bestimmte Themen aufzusatteln. Und zweitens, wo ich mir beispielsweise recht sicher sein könnte, dass ich sie dann halt wahrscheinlich
vielerlei Hinsicht sehr viel uninteressanter fände. Wenn das dann zur Folge hat, dass wir statt so etwas zu machen, stattdessen halt irgendwie langsam ausfasern, weil irgendwie das halt nichts ist, was langfristig bestehen kann, fände ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, jetzt unbedingt 30 Jahre alte Institutionen zu gründen, die super wichtig und Lobbyarbeit und so macht. Das finde ich sehr schön, dass du das gerade sagst mit den 30 Jahren. Genau das lag mir auf der Zunge. Oder 28 oder was auch immer, völlig egal. Denn im Gegensatz zu meinem Vorgänger hier finde ich es ja gerade gut, dass es nicht dieses absolut Mitgliedsbeitrag gefestigte Wir gibt, dass es eben nicht die Grundsatzdiskussionen und die Mitgliederabstimmungen und so ein Scheiß alles gibt. Und GO-Anträge. Bitte? Und GO-Anträge. Ganz genau. Mir gefällt der Spaß daran. Mir gefällt das Durcheinander, mir gefällt sogar der Fail. Das ist für mich der interessante Teil daran. Denn irgendwelche Gruppen, die sich ein toll definiertes Ziel setzen und eine Geschäftsordnung geben und einen Verein gründen oder was auch immer, davon gibt es schon genug. Von der anderen Sorte gibt es zu wenig. Und deswegen gefällt mir diese Art der Gruppe sehr gut eigentlich. Nee, das ist nicht eine Selbsterfahrungsgruppe, sondern es ist eine, gut, das gehört, ist aber auch immer dazu, man kann seine Selbsterfahrung auch in einem Verein haben, wer das unbedingt haben möchte. Mir gefällt das so und ich glaube auch nicht, und das ist der Punkt, es ist dieses, was ist denn die Richtung und was ist die Identität, das erinnert mich an so schreckliche Diskussionen, ja, was ist denn nun der Kern unserer Marke, was ist denn nun die Philosophie unserer Firma? Also einfach völlig nutzlos, denn das eigentlich Interessante sind immer noch die guten Ideen und die guten Argumentationen. Und die werden ja weitergehen, die kommen ja, und das ist dann völlig unabhängig von den Personen. Und was mir auch noch dazu gefällt, gerade dass es ab und zu persönlich wird. Das fehlt in vielen anderen Diskussionen völlig, dieser Aspekt. Die beiden sagen das nur deshalb, weil sie sich auch sonst nicht riechen können. Das ist ja gerade interessant daran, dass man das auch mitdenken kann bei einer Argumentation. Und dass man dann aber auch zurücktreten kann und sagen, okay, aber die nehmen das durchaus sportlich oder spaßig. Und im Grunde genommen ist es der Spaß am Austausch von Ideen. Und das ist der Teil, der mir besonders gut daran gefällt. Also wir haben das ja nicht so wirklich, dass es Leute gibt, die sich wirklich nicht leiden können, weil der MS Pro bei uns ja nicht mitspielen will, weil er so eine eigene Marke ist. Ansonsten könnte ich ihn ja kritisieren. Ich mache das jetzt einfach so, Entschuldigung. Also ich meine, die Geschichte ist klar, also wir sind schon durchaus eine Gruppe, die aus dem Netz kommt, und ich glaube auch deswegen haben wir das auch das gemacht, dass wir uns einfach gesagt haben, oh, da haben wir irgendwie einen Fehler gemacht, beziehungsweise wir reiben uns da gerade zu viel auf und deswegen agieren wir jetzt wieder anders. Und wir haben es halt auch dann komplett erstmal hingesagt, Kinders, wir agieren jetzt anders, weil wegen hier, da ist die Erklärung. Also ich glaube, das ist aus meiner persönlichen Sicht ist das unheimlich wichtig, wenn man im Netz agiert, dass man einfach in dem Sinne integer ist, dass man irgendwie begründet, warum man irgendwelche Sachen tut. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir laden jetzt alle aus und alle Leute, die anfangen irgendwie darüber zu bloggen, warum wir den Typen jetzt wieder ausgeladen haben, schicken wir einen Anwalt vorbei, sondern was so die typische Geschichte ist wie andere Organisationen, die irgendwie Geld haben, was wir natürlich nicht haben. Also wir haben 0 Euro, wir haben das Ding mit 0 Euro gemacht und wir werden auch nie Geld haben wollen, weil dann müssten wir wieder eine Struktur haben, die irgendwie mit Geld umgehen kann, und das wollen wir alle nicht. Ja, danke, ich weiß. Aber also er sagte, für die Aufzeichnung, er sagte, wir können ja noch nicht mal einzeln mit Geld umgehen, womit er stellenweise durchaus recht hat. Ich möchte jetzt nicht für alle gehen, aber alle reden, aber ich glaube, es ist einfach, also es ist, glaube ich, auch, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, also ich glaube, es ist für uns auch einfach noch so ein Ding, was wir für uns selbst noch einfach ausdiskutieren müssen, ob wir jetzt unbedingt eine Linie haben wollen oder nicht. Ich meine, es gibt einen groben Konsens. Der grobe Konsens ist, dass wir sehen, wir laufen da gerade darauf zu, dass wir diesen Kontrollverlust haben, so, und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, und ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar als grober Konsens ausreicht. Darf ich kurz zu diesem, das müssen wir unter uns selbst vielleicht auch ausmachen, muss ich nur noch mal klar machen, dass dieses wir unter uns selbst machen was aus bedeutet faktisch, dass es diesen IRC-Kanal gibt, Raute Spackeria im Freenode-Netz,
Und im Grunde genommen sind dieses Wir, ich glaube, in den meisten Fällen einfach alle Leute, die in diesem Kanal rumhängen und mehr tun, als nur zu iddeln. Und das heißt, erstmal kann natürlich hier so jeder, der hier teilnimmt und irgendwie den kryptischen Begriffen, die ich gerade verwendet habe, folgen konnte, kann da sozusagen dann teilnehmen. Und wir können dafür gerne auch noch eine Gebrauchsanweisung schreiben für Leute, die das vielleicht nicht so ohne weiteres können. Und zweitens führt das natürlich auch dazu, dass wir dort, das ist halt die einzige Struktur, die wir haben. Auch unsere Entscheidungsfindung und so war im Wesentlichen, wer will denn jetzt überhaupt hier mitdiskutieren und wer gibt denn seine Stimme ab? Ich glaube, dann haben wir irgendwann mal begonnen, sozusagen, wir haben so eine Art Orga-Team, das sich irgendwie um die Spackeriade kümmert. Das waren aber, glaube ich, auch einfach nur die Leute, die mutig genug waren, zu sagen, sie wollen irgendwie dazugehören, ohne dass das jetzt bedeutete, dass sie jetzt irgendwie, also in meinem Fall, jetzt so viel mehr gemacht haben, als irgendwie den Channel rumhängen. Das heißt, dieses unter uns selbst ausmachen bedeutet halt, dass es eine total lose Struktur, wo Leute rein und rausgehen, das unter sich ausmacht. Und das ist halt sehr schwierig, daraus eine irgendeine Form von besserer Struktur zu bauen. Kurz gesagt, auch du kannst Spaggeria gestalten. Ich will noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich möchte nicht missverstanden werden. Also mir geht es nicht unbedingt darum, dass da eine inhaltliche gemeinsame Meinung zum Thema Datenschutzkritik zum Beispiel gefunden wird. Sondern wenn man sich zum Beispiel den DE-Trans anschaut, ja, also den Deutschen Verein für Transhumanismus, dessen Zweck ist es, einfach weil da zum Beispiel sehr viel Literatur in dem Bereich im Englischen vorliegt, das ins Deutsche zu übersetzen, um das den Leuten zugänglich zu machen, Aufklärung zum Beispiel zu betreiben. Das ist jetzt da in dem Fall. Hier könnte ein gemeinsamer Zweck sein, zu sagen, okay, man möchte den Diskurs halt in dem datenschutzkritischen Sektor einfach fördern. Da geht es nicht darum, dass eine konkrete Position festgelegt wird. Es geht auch nicht um Geschäftsordnung, Vereine oder sonst was. Ja? Also ich finde, Verein ist durchaus an der Stelle viel zu 80s. Ja? Also da muss man schon ein bisschen modernere auch Ansätze wählen, ja, weil ihr viel ad hoc, also viel eher adhokratisch quasi euch gebildet habt und letztendlich müsste man auch eine entsprechend lose Organisationsform wählen. Aber es ist ja nicht so, dass es da keine gibt und es ist auch nicht so, dass es da keine Methoden gibt, die man anwenden kann. Und es ist eben nicht so, dass man nicht trotzdem ein gemeinsames Selbstverständnis finden kann, wie zum Beispiel, man möchte die Aufklärung oder den Diskurs oder die Auseinandersetzung mit dem Thema vorantreiben, was ja zum Beispiel genau diese Veranstaltung wäre. Ja, das ist ja ein Ausdruck von zum Beispiel so einem Selbstverständnis. Ich finde diesen Ansatz, wir wollen einfach nur den Diskurs zu dem Thema vorantreiben, ohne eine eindeutige Position oder so zu beziehen, finde ich sehr sympathisch. Könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht was in die Richtung machen könnte, was diesen vorhin von mir angedeuteten Effekt, dann fühlen sich da vielleicht Leute nicht mehr zugehörig oder dann wird es vielleicht etwas zu rigide, was davon recht wenig hätte von diesen negativen Folgen. Insofern, ja, könnte ich mir gut vorstellen, wäre dann vielleicht auch ganz gut zu vereinigen, allerdings natürlich mit so einer Frage wie beispielsweise, wie sehe denn dann dieser, trotzdem hat dieser Diskurs wahrscheinlich Regeln. Also ist das denn dann ein Diskurs, der meinetwegen diskriminierungsfrei sein soll oder soll der meinetwegen eher so, jeder darf da völlig unkontrolliert reinreden, was er will. Nehmen wir mal an, wir würden dann plötzlich die Entscheidung haben, wir würden eine Konferenz veranstalten, eintägig, wen laden wir dort ein oder nicht. Das sind dann tatsächlich natürlich auch Fragen, die sich anhand solcher Regeln auch entscheiden würden. Und faktisch, wie man sieht, haben wir irgendwie den Tag halbwegs durchbekommen. Ist das auch möglich mit irgendwie, denke ich, ohne allzu große Verwandlung der Spackeria in ein streng strukturiertes Ding, aber wir merken natürlich jetzt schon so die Wehwehchen, die entstehen, wenn wir versuchen, diese lose Struktur in so eine andere Struktur zu überführen, und da ist halt die Langhartsache ein Beispiel, wo halt man sieht, dass eigentlich die jetzigen Strukturen eigentlich nicht geeignet sind, das so zu regeln. Ja, Strukturen, wir sind ja ganz nicht, also wir sind ja nicht durch Zufall so strukturiert, wie wir sind, sondern als ich das ganze Ding ein bisschen ins Leben gerufen habe, habe ich mich ja an Telecomics und anderen Gruppen, die sehr hierarchiefrei und also ohne Kopf, ohne offiziellen Sprecher, ohne Finanzstrukturen oder Besatzung oder irgendwas. Also es war schon so dieser Anarchismus-Ansatz. Und ich weiß nicht, was Arne ist übrigens der Gründer der Spackeria und der einzige Verantwortliche der Spackeria, muss ich nochmal. Ja, eben nicht.
also da lag mir viel am Herzen, das so aufzuziehen und halt zu gucken, dass es irgendwie so funktioniert. Und sobald wir irgendwie so Strukturen einführen, bin ich mir sicher, dass es irgendwie das aus wäre. Weil dann macht es auch keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie jetzt jemand hat, der was von oben herab entscheidet. Und darum geht es ja irgendwie, dass wir auch Spaß an der Sache haben. Wir sind ja, wie gesagt, wir haben kein Budget, wir haben irgendwie alle Jobs und machen das so hobbymäßig nebenbei. Und ja, und dafür haben wir halt viel Impact gehabt. Und wir müssen auch jetzt langsam zum Ende kommen, weil die Zeit wegläuft. Ja, also wenn es noch irgendwie jemanden gibt, der noch schnell was sagen möchte, würde ich sagen, wäre das jetzt so die letzte Gelegenheit. Fünf, vier, da kommt noch jemand. Zwei Fragen. Ich würde sagen, letzte Wortmeldung, weil ich habe niemanden anderen aufstehen sehen. Deswegen habe ich vorher schon zwei Fragen gesagt. Erstens mal Vision. Mir fehlen momentan immer noch so ein bisschen Visionen, weil es gibt ja auch andere Strukturen, die so sich dezentral anfangs gegründet haben und auf einmal wurde ein eingetragener Verein draus, weil sonst eine illegale Vereinigung geworden wären und dann werden die irgendwann ziemlich alt und dann. Das heißt, habt ihr eine Vorstellung, was im nächsten Jahr kommen würde, sollte, eurer Meinung nach? Und die zweite Frage ist, was mir jetzt aufgefallen ist, die ganze Zeit lang ist, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es hier so viele Bronies gibt, so von wegen wie understand and care the shit out of each other, aber ich fand die Diskussionskultur heute unglaublich angenehm und ich bin da sehr viel anderes gewohnt und ich frage mich, ob das von euch so gewollt war oder ob ihr das erwartet habt. Aber ja, es war zum Teil schon viel zu flauschig eigentlich. Ob ihr das so erwartet hattet oder ob ihr es gewollt hattet oder ob ihr es auch teilweise gut oder teilweise scheiße fandet. Und ich fand das eigentlich insgesamt einen ziemlich epischen Gewinn heute. Ja, ich kann jetzt wieder nur meine eigene Vision anzeigen. Also meine eigene Vision ist, ich mache das jetzt mit der Weltverbesserung, um jetzt mal wieder in Meme zu reden. Ansonsten, ich hatte keine Erwartungen hierhin, außer dass ich früh genug aufstehe. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht und ich glaube Fasel auch, der hatte zumindest so einen Tweet heute, den ich auch sehr gut fand. So. Also ich fand das richtig gut, weil ich finde das halt auch immer, also ganz ehrlich, ich fand es gar nicht zu flauschig. Ich fand es eigentlich, das war genau die richtige Diskussionskultur. Weil in dem Moment, wo ich wieder anfange, irgendwelche Leute anzupumpen oder irgendwie anzugreifen, habe ich wieder das Problem, dass Leute dann irgendwie keinen Bock mehr drauf haben. Und ich finde es viel lustiger, wenn wir auch einfach eine freundliche Diskussionskultur haben. So. Ja, also ich fand die Diskussionskultur auch super, hat mich schon sehr positiv überrascht. Aber mir ist es halt auch schon bei anderen Events aufgefallen, auf der Open Mind zum Beispiel, da haben wir auch in so Runden gesessen und da war auch eine sehr konstruktive und auch eine sehr, obwohl wir über sehr intime und auch kontroverse Themen gesprochen haben, war immer irgendwie ja, so der gegenseitige Respekt da und das habe ich heute auch wieder gespürt und ich weiß nicht, vielleicht liegt das ja doch irgendwie an der Offenheit und deswegen funktioniert unsere Utopie. Und 2012 gibt es die anarchistische Revolution dann vielleicht auch so als andere Utopie. Also, ja, ich fand die Diskussionskultur eigentlich auch recht flauschig. Ich würde sagen, die Ausnahme bildete der Fickeleaks-Talk. Herr Lehmann kann auch mal gut pampig reden, was ich aber auch dann eigentlich, mir hat das gefallen. Meinetwegen hätte auch ein zweiter Talk auf diese Weise sein können, aber es hat mir jetzt auch nicht gefehlt. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen so der Bonus, dass man halt so ein Experiment macht und also wenn das jetzt so eine sich längerfristig entwickelte Institution wäre, würden dann vielleicht auch das am Ende etwas anders aussehen. Aber ich bin ganz zufrieden, ja. Ja, ich denke mal, da sind wir jetzt am Ende von der Spackeriade. Ja, ich danke allen Besuchern, allen Speakern und ja gut, die Dankesworte gab es eben eh schon. Was ich auf jeden Fall noch möchte, ich möchte auf jeden Fall unserem theoretischen Backbone namens Tante ganz großartig danken, weil er macht immer ganz, jetzt steh auf Mann, er macht immer ganz großartige Blogposts und hat sich heute auch wieder ganz großartig mit eingesetzt und das sollte einfach gewürdigt werden. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir können jetzt zum angenehmen, gemütlichen Teil des Abends übergehen. Habt einen Spaß und schönen Tag.